Die Geschichte lehrt uns, dass alle Blasen irgendwann platzen. Was diese Blase so groß und so gefährlich macht, ist, dass sie von den mächtigsten Playern an den Finanzmärkten ausgeht, nämlich von den Notenbanken. Und die Frage ist, wie kann eine solche Blase irgendwie, naja, kann da Luft rausgelassen werden oder muss die immer weiter eskalieren, bis es dann zu einem ganz großen Rumpser kommt und eben diese Blase wirklich kollabiert? Das ist eben die Frage, was da passieren wird. Jedenfalls sehen wir klare Symptomatiken dieser Blase in einer Art Rückkehr der Dotcom-Blase, diesmal die Dotcom-Blase 2.0. Hauptsache irgendwas mit Internet, hat man derzeit den Eindruck, und die Börsengänge vorgestern von DoorDash und Airbnb bringen das beispielhaft auf den Punkt, bringen diese Exzesse, die durch die Notenbanken letztendlich initiiert wurden, wunderbar auf den Punkt. Sven Henrik bemerkt etwa hier, dass diese gestrigen diese beiden IPOs, die Firmen DoorDash und Airbnb, einen Umsatz gesamt beide zusammen haben von 5,8 Milliarden Dollar. Aber sie sind jetzt bewertet mit 169 Milliarden Dollar. Also um und bei locker das 30-fache. Die müssten also beide zusammen 30 Jahre lang Umsatz machen. Nicht Gewinn, Umsatz. Um vielleicht in irgendeiner Form so etwas rechtfertigen zu können. Sarah Poncheck weist hier darauf hin, dass Airbnb ja vor einigen Monaten neue Schulden aufgenommen hat und da wurde die Firma damals mit 18 Millionen bewertet. Jetzt sind wir so bei 100 Milliarden, jetzt sind wir etwa bei 100 Milliarden Dollar, was die Börsenbewertung betrifft. Aber schauen wir uns doch mal die Zahlen etwa bei Airbnb an, die ja eigentlich sicherlich kein schlechtes Unternehmen sind. Ist ja auch eine tolle Geschäftsidee gewesen. Dann sehen wir hier der Umsatz bisher 2,52 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Letztes Jahr waren wir bei 4,8. Klar, Corona-Krise, das hat Airbnb natürlich auch reingehauen. Aber schauen wir uns mal dann Gewinn oder Verlust an der letzten Jahre. 2020 bisher 700 Millionen Dollar verloren, 2019 knapp 700 Millionen und auch in den Vorjahren hat man kein Geld verdient. Das heißt, hier geht es ja um Firmen, die schon jahrelang am Markt sind, nicht jetzt vielleicht gerade neu gekommen sind, sondern diese Firmen gibt es ja schon seit vielen Jahren und sie haben noch nie in keinem einzigen Jahr Geld verdient. Das ist doch das große Problem. Hauptsache irgendwas mit Internet wird schon. Da wird sich natürlich diese neue Technologie durchsetzen. Diesmal sind es die Plattformen, die offenkundig das entscheidende Kriterium sind, dass Anleger dann leuchtende Augen kriegen. Damals in der Dotcom-Blase musste man in einem Geschäftsbericht nur irgendwas mit Internet hinschreiben und die Leute haben gekauft wie wild, weil sie dachten, ist ja super. Jetzt die Bewertung von Airbnb, knapp 100 Milliarden Dollar. Wir sehen hier eine kleine History, wie sich das entwickelt hat. Ist das gesund? Naja, nicht so wirklich. Wir sehen bei diesen IPOs, die in diesem Jahr stattgefunden haben, bei den Börsengängen, also an der Wall Street, wie sind die Kurse da gelaufen am ersten Tag? CureVac 249%, BigCommerce 200%. Also wir sehen, da ist alles unter 100%, ist schon fast eine Enttäuschung. DoorDash nur 86%, also totaler Krepierer, Rohrkrepierer. Airbnb dann letztendlich 112%. Also wir sehen sozusagen die Symptomatik dieser Blase am besten derzeit vielleicht bei diesen IPOs, wo dann ohnehin der Ausgabepreis nochmal erhöht wird. Das war ja bei DoorDash und Airbnb der Fall. Das, was dann als Ausgabepreis genannt wurde, war ja dann auch in den letzten Tagen aufgrund dieser Euphorie innerhalb dieser Notenbankenblase ja nochmal erhöht worden. Das ist also so praktisch die Relation, die man hier noch mit beachten muss. Kommen wir zum gestrigen Geschehen. War es ein bisschen fade gestern an den Märkten. Wall Street vorbörslich negativ, dann ins Positive gedreht, aber die Indizes gemischt, Small Caps am besten. Dow Jones und S&P weniger stark, Nasdaq leicht im Plus. Hier sehen wir mal die Sektoren. Es war wieder Energy, das stark gestiegen ist. Alles andere war meistens leicht negativ oder leicht positiv. Information Technology noch leicht positiv. Und die Finanzwerte, aber ansonsten war das so, naja, man merkt schon, dass die Volumina jetzt geringer werden. Viele Profis sind schon nicht mehr am Start. Die haben die Bücher zugemacht.
andere müssen jetzt noch ihre Positionen adjustieren. Dann schauen wir doch mal auf diesen Chart von Michael Silver hier. Das ist der S&P 500 und wir sehen, wir haben hier eine Unterstützung so im Bereich 3648, 3650 Punkten beim S&P 500 und wir sind zunächst einmal runtergekommen, sind dann wieder gestiegen und haben am 5-Tages-Durchschnitt, an einem 5er EMA einen Widerstand gefunden. Normalerweise war das immer Unterstützung, das heißt der Kurs kam von oben und ist dann auf diesen 5-Tages-Durchschnitt geprallt, von dort aus wieder nach oben. Jetzt sind wir unter diesen 5-Tages-Durchschnitt gefallen, dann wieder rangelaufen und da erstmal abgeprallt. Interessante Geschichte, auch beim Dow Jones, ebenfalls hier von Michael Silver, ein interessanter Chart, denn hier sehen wir diese Wedge, sehen wir also diesen Kanal, der möglicherweise, Fragezeichen, nach unten verlassen wird. Wir haben ja hier, wie Sie sehen, noch einige Gaps offen, die gefüllt werden könnten. Da ist denn natürlich schon, ich glaube, wir haben 8 oder 9 Gaps jetzt gehabt in den letzten Wochen seit der Impfstoffmeldung im November. Schauen wir uns an, wer natürlich maßgeblich auch verantwortlich ist für diesen Aufschwung. Das sind die Most Shorted Stocks, aber es gibt immer weniger Shorties, damit immer weniger, die dann ihre Short-Positionen eindecken müssen, um dann als Käufer aufzutreten. Und wir sehen, dass die Notenbanken es natürlich auch ermöglichen, dass die Firmen ungemein viele neue Schulden aufnehmen. Wir haben jetzt zum Beispiel am US-Markt für Unternehmensanleihen eine Steigerung dieser Emissionen von Unternehmensanleihen von über 61% im Vergleich zum Vorjahr. 68% davon Investment-Grade-Bonds, also praktisch von Firmen mit vermeintlich besserer Bonität und 50% Steigerung bei High-Yield-Bonds, also bei, Junk-Bonds kann man sagen. Damit sind wir jetzt nach 11 Monaten, also Stand Ende September, haben diese Unternehmen jetzt 2,2 Billionen an neuen Schulden aufgenommen und die Zahlen scheinen unbegrenzt nach oben zu sein. Unbegrenzt nach oben, vielleicht nicht, aber doch deutlich nach oben jetzt die Corona-Situation. Hier titelt Fokus, Zahl der neuen Corona-Fälle explodiert, das exponentielle Wachstum ist zurück und in der Tat, wir haben jetzt die höchste Zahl ever mit den neuen Infektionen bei knapp 30.000, bisheriger Rekord war glaube ich so 23.000, 24.000. Bei knapp 600 Todesfällen, auch das ein neuer Rekord. Das wird bedeuten, dass natürlich die Argumente, der Druck auf weitere härtere Lockdowns zunehmen wird. Sachsen ist da ja schon vorgeprescht, wenn wir uns und Bayern, wenn wir uns hier mal die 7-Tage-Inzidenz anschauen, dann sehen wir, Sachsen ist damit am stärksten betroffen. Die waren ja im Frühjahr nicht so wirklich betroffen, möglicherweise, weil in Sachsen weniger Ski gefahren wird. Ja, die sind nicht so Österreich- und Schweiz-affin. Dementsprechend, aber jetzt eben die Situation in den Gebieten, die teilweise im Frühjahr wenig betroffen waren, jetzt besonders stark. Hamburg steht noch ganz gut da. Das liegt daran, dass die Hamburger sich grundsätzlich isolieren. Schauen wir uns die USA noch an. Sehen wir hier tägliche Fälle 214.000, knapp über dem 7-Tages-Durchschnitt, aber Todeszahlen wieder über 3.000. Also hier doch eine weiterhin bedenkliche Entwicklung. Möglicherweise kommt jetzt dieser Thanksgiving-Effekt noch zum Tragen. Und wir haben, und das hat gestern die Aktienmärkte mal kurz wieder so ein bisschen ernüchtert, aber nicht so wirklich, die Situation, dass nach wie vor mit diesem Stimulus man irgendwie nicht weiterkommt. Get off your damn asses, so titelte Politico ein Zitat, offenkundig hier eines Politikers in Washington. Man sagt hier dieses Stimulus-Debakel und es ist ja wirklich ein Debakel, denn viele Amerikaner sind echt am Ende. Die wissen nicht, wo sie ihr Essen herbekommen sollen. Ich hatte darüber öfter gesprochen, aber es zeigt, wie zerbrochen die Situation in Washington ist. Man weiß nicht mal, wo man die Gespräche beginnen soll. Das Hauptkern der Streit oder der Hauptstreitpunkt scheint zu sein, so muss es heißen, diese Hilfe für Bundesstaaten und Lokalverwaltungen, das scheint der Knackpunkt zu sein, wo die Republikaner nicht mitziehen. Jetzt hatte Mitch McConnell, der Führer der Republikaner im Senat, gesagt gestern, also es sieht so aus, als würde das jetzt nicht mehr in diesem Jahr etwas werden. Und das ist ja eigentlich etwas, was die Aktienmärkte schon so ein bisschen eingepreist haben, diese 900 und ein paar zerquetschte Milliarden. Die waren doch eigentlich schon im Sack. Wir haben zuletzt ja immer positivere, optimistischere Aussagen gehört von Pelosi, von McConnell. Aber dann in der Praxis passiert wenig. Jetzt kommen bald die Weihnachtsferien.
Was kann man da noch reißen? Das ist die Frage. Nachricht jetzt wohl die, dass die FDA, also die amerikanische Arzneiaufsicht, sicherlich diesen neuen Impfstoff von Pfizer und BioNTech genehmigen wird mit 17 zu 4 Stimmen. Also 4 haben dagegen gestimmt, finde ich erstaunlich. Zuvor hatten ja Großbritannien und Kanada schon die Zulassungen gemacht. Hups, das wollte ich nicht. Jetzt wollte ich hier das noch zeigen. Und wir haben natürlich jetzt Brexit, letzte Deadline, Sonntag heißt es. Hurra, ich bin mal gespannt, wann dann die Deadline, wie lange dann die Deadline wieder rausgeschoben wird. Das wird die Frage sein. Hier ein paar Karikaturen zu Boris Johnson und der EU. Es hat alles ja zwei Seiten. Für die Briten wird das sicherlich ökonomisch eine sehr, sehr schwere Zeit erstmal werden. Auf der anderen Seite haben sie dann vielleicht gewisse Risiken nicht mehr, die Deutschland hat. Stichworte Target 2 Seiten. Alles hatte zwei Seiten einer Medaille, beziehungsweise eine Medaille hat eigentlich drei Seiten, nämlich oben, unten und praktisch der Rand. Dementsprechend sollte man vielleicht diese Aspekte auch erwähnen. Also, das ist derzeit die Situation. Wir haben die größte aller Blasen, die gefährlichste aller Blasen, weil sie von dem mächtigsten Player ausgeht, den Notenbanken. Wir haben jetzt Phänomene wie damals zur Dotcom-Blase mit Hauptsache Internet, Hauptsache Plattform reicht. Da spielen Bewertungen keine Rolle mehr. Auch diese Blase wird platzen. Und das wird dann keine schöne Situation sein, wenn diese Blase platzt, weil alle Blasen platzen. Es war bisher ausnahmslos so. Diesmal ist nicht alles anders. Ich wünsche trotzdem einen wunderbaren Freitag und sage Servus und Ciao.